Wir haben noch einmal sehr sorgsam geprüft, ob ein längerer Betrieb der Atomkraftwerke uns helfen könnte. In dieser Zeit, wo erstmals auf dem europäischen Kontinent Atomkraftwerke beschossen werden, mit Panzern beschossen werden, wo die Sicherheitsbehörden hohe Angst vor Cyberattacken haben. Und die Antwort ist zu verneinen. 3 Tage später. Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut.